Heute beschäftigen wir uns mit der Brennerei Bunnahavn. Bunnahavn ist eine Brennerei auf der Insel Eila. Und ich habe hier einmal den 12-jährigen Standard und einen 11-jährigen von einem unabhängigen Abfüller. Also nicht direkt aus der Brennerei, sondern die Fassreifung hat er dann von einem unabhängigen Abfüller bekommen. Gleichzeitig reden wir so ein bisschen hier über eine Standardabfüllung, was das letztlich ist und vor allen Dingen, was ist eigentlich ein unabhängiger Abfüller. Ja, vorab, ich mache keine Werbung, ich kaufe mein Zeug immer selber und sag hier ausschließlich meine Meinung. Ich würde gerne anfangen mit dem 12-jährigen Standard von Bunnahavn. Obwohl eigentlich bei der Verkostung die Reihenfolge eine umgekehrte sein müsste. Denn erstens ist der 11-Jährige ein Jahr jünger und zweitens hat er etwas weniger Alkohol. Denn der 11-Jährige, den wir hier gleich noch uns anschauen werden, der hat 43 Volumenprozente und er hat 46,3. Von daher wäre die eigentliche Verkostungsreihenfolge eher mit dem schwächeren Alkohol anfangen und dann zu dem stärkeren überzugehen. Das machen wir heute aber anders. Warum? Ganz einfach, weil das sozusagen für mich die Referenzgröße ist, das Ausgangsmaterial, um dann auch letztlich beurteilen zu können, was hat denn jetzt eigentlich Gordon & McPhail, der unabhängige Abfüller, mit seiner Fassreifung daraus gemacht. Es soll jetzt nicht ein Vergleich im herkömmlichen Sinne sein. Dafür finde ich, einen 11- und einen 12-Jährigen, den kann man noch durchaus miteinander vergleichen. Es ist schon schwierig, wenn man sagt, ja, der hat aber hier gut 3% Alkohol mehr. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen unterscheiden die beiden sich aber in der Art und Weise der Fassreifung. Und dann finde ich, ist ein Vergleich eigentlich gar nicht mehr so sinnvoll. Von daher ist es auch kein Vergleich im eigentlichen Sinne. Ja? Sondern wir schauen uns einfach mal die beiden Whiskys ein bisschen genauer an. Ja, Bunnahavn ist eine Brennerei, wie gesagt, von der Insel Eila. Die Insel Eila ist ja die Whisky-Insel schlechthin, ja, in Schottland, die vor allen Dingen eben bekannt ist durch ihre rauchigen Malts. Also Malts mit einem extrem starken Rauchgehalt und immer wieder auch einem sehr stark maritimen Einfluss. Was auch immer das heißen mag. Ich würde mal sagen, so eine gewisse eingebildete Salzigkeit. Ja? Wenn da von Meeresbrise gesprochen wird, dann halte ich das in der Regel für so, ja, ist man so ein bisschen dem Marketing vielleicht aufgesessen, weiß ich nicht genau. Ja? Bunnahavn ist eine Brennerei aus dem Jahre 1881. Da ist sie gegründet worden. Damit ist sie... Hat sie einige Jahre auf dem Buckel, ist aber jetzt nicht unbedingt eine besonders alte Brennerei. Ja? Wenn ich da an Bowmore, ebenfalls von der Insel Eila, denke, die war, glaube ich, von 1779, korrigiert mich, wenn ich es irgendwie falsch im Kopf habe, aber also wesentlich älter. Bunnahavn hat auch nicht durchgängig produziert, sondern ist zwischendurch, war die auch mal stillgelegt, dann hatte die also auch wechselnde Besitzer, aber damit teilt sie das Schicksal von zahlreichen schottischen Brennereien. Und sie hat vor allen Dingen bis 1960 oder in die 60er Jahre hinein, aber auch da war sie ja nicht alleine, vorwiegend für die Blend-Industrie produziert. Also keine Single Malts selbst verkauft, auch eben nicht unter dem eigenen Namen und schon gar nicht irgendwie mit einer Jahresangabe, sondern das wurde alles verkauft und da wurde immer ordentlich produziert, viel verkauft eben und dann wurden da Blended Whiskys hergestellt.
Ich glaube, die einzigen, die das schon ab den 60er Jahren ja anders gemacht hatten, waren Glenn Fiddich. Und Glenn Fiddich haben ja dann sich sozusagen gegen den Zeitgeist durchgesetzt und dann auch letztlich waren sie dann auch erfolgreich heute ein, ja, schon fast ja, ein Familienkonzern, wenn man so möchte. Ja. Davon ist Bonahaven noch weit entfernt, aber mehr und mehr sind das Whiskys, die auch angesagt sind. Also für alle die, die jetzt nicht nur, wenn sie Eiler hören, sofort die Rauchbomben erwarten, ist das eine hochinteressante Brennerei, liegt im Nordosten der Insel, an der Küste, so dass das, was immer da war, selbst bei der Designveränderung war so ein Emblem mit einem Seemann, so als auch als Zeichen für die Insel, für die Bedeutung der Schifffahrt dieser Region und so weiter. Ja. Die Brennerei selbst verfügt natürlich über einen eigenen Fässerbestand. 25.000 Fässer oder sowas haben die eben selber. Und in der Regel das Mischungsverhältnis, ja, haben also, ich glaube, 80, etwas über 80% geben sie an, hätten sie Ex-Bourbon-Fässer, also Fässer, in denen früher Bourbon gelagert worden ist, gereift ist, und circa 20% Sherry-Fässer. Da haben sie dann eben verschiedene Warehouses, also Lagerhäuser, in denen also dann der Whisky auch dann entsprechend reift. Man unterteilt das bei Bonahaven das Jahr so in so zwei Saisons, nämlich einmal überwiegende Teil des Jahres, da macht man also ungetropften Whisky, also nicht Whisky, bei dem eben die Gerste, Gerste dann über Torf, Feuerrauch gedarrt wird, ja, sondern ganz normal. Und dann gibt es aber eben immer eine Phase im Jahr, wo dann eben also rauchiger Whisky hergestellt wird. Danach müssen die Brennblasen dann immer ja extrem aufwendig auch gereinigt werden, denn sonst merkt man eben doch, dass eben der Whisky sozusagen nicht mehr sauber ist, ja, also nicht der komplett ohne Rauch und so weiter. Die Brennblasen, die kann man sich auch anschauen, beispielsweise auch auf der Website der Brennerei. Das sind sehr, sehr voluminöse Dinger, ja, die also birnenförmig sind und nicht wie die ein oder andere Brennblase anderer Brennereien dann irgendwie besonders eng eingeschnürt sind oder noch so ein Reflux praktisch da drin haben, so richtige Birnen, ja, so ein bisschen wie die Brennblasen auch von Lagavulin, ebenfalls ja von der Insel Islay. Und das ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass eben da eben auch jetzt nicht mehr alles so schön hinausgebrannt wird. Das heißt also, dass der Whisky vielleicht nicht ganz so weich ist, ne? Nicht ganz so smooth ist, sondern da eben auch noch ein paar Stoffe sozusagen erhalten geblieben sind. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das müsste ja draufstehen irgendwie. Ich glaube, dass der nicht gefärbt ist. Korrigiert mich, wenn ich das irgendwie übersehen habe. Ich sehe jetzt jedenfalls hier erstmal nicht. Normalerweise müsste er dann auf der Dose irgendwie stehen, mit Zuckercouleur irgendwie gefärbt. Das sehe ich jetzt hier nicht. Also von daher, ungefärbt und ich glaube sogar auch nicht kühl gefiltert. Wie gesagt, wenn ihr eine andere Information habt, ich hätte mich natürlich auch mal vorbereiten können, das mache ich jetzt nicht so gerne, dann korrigiert mich. Er hat 46,3 Volumenprozent Alkohol, was ja durchaus ganz schön kräftig ist. Wie kommt man jetzt auf diese 46,3%? Ja, das wurde mal festgelegt. Von den
von den Konzerninhabern, von der Investorengruppe, ich glaube, die nennen sich Distill oder Distillers Group aus Südafrika. Die haben nämlich unter anderem Bonahavn irgendwann mal gekauft. Und nicht nur Bonahavn, sondern Deanston und, also jetzt Tobermory, ich weiß es nicht mehr, irgendeine dritte Brennerei auf jeden Fall auch. Und haben eben festgelegt, unsere Whiskys haben alle aus all unseren Brennereien 46,3 Volumenprozente. Ja, ist das jetzt sinnvoll? So ist das, wenn eben die Brennereien einem Konzern sozusagen gehören. Der kann das dann eben festlegen. Das heißt, da wird ja so ein bisschen eigentlich in die Freiheit von Brennereien eingegriffen, wenn man das so möchte. Ja? Ansonsten, glaube ich aber, kann Bonahavn schalten und walten, wie es für richtig hält. Ja? Also, so habe ich den Eindruck. Sehr interessante Whiskys sind dabei. Ich kenne eben den 12-Jährigen und den 18-Jährigen, den ich auch wirklich gut finde. Aber der ist wahnsinnig teuer, der ist auch nicht immer verfügbar. Und dann kenne ich noch so ein paar rauchige Vertreter. Ich erinnere mich so ein bisschen mit Grauen ein, der hieß es Stawisha oder so. Very Cloudy, das war eine Abfüllung damals von Signatory Vintage, einem unabhängigen Abfüller. Dazu sprechen wir gleich noch was. Da fand ich nicht so gut. Und diese rauchigen, das ist eine Geschmackssache. Ich mag andere rauchige von der Insel Islay da irgendwie lieber als die Bonahavn, aber bei den heutigen beiden Vertretern haben wir ja angeblich keinen Rauch. Obwohl ich immer wieder höre, dass diesem hier, dem 12-Jährigen und auch diesem anderen, wird immer wieder etwas Rauch attestiert. Ein, wie es immer so schön heißt, ein Hauch von Rauch. Ob da irgendwie auf diesen Tasting Notes da dazu was steht, da weiß ich jetzt gar nicht. Ich hatte bislang, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich diesen Whisky hier genieße, den Rauch noch nie gespürt. Vielleicht spüre ich ihn ja heute. So, und jetzt haben wir genug erzählt, jetzt sollten wir erstmal ans Verriechen gehen. Ja, was riecht man? Ich sage erstmal das Unangenehme vorweg. Da bin ich aber auch ziemlich empfindlich. Ich finde, der Alkohol sticht etwas durch. Also, das merkt man daran, dass zum Beispiel die Nase so leicht gekühlt wird. Ja, ja hier habe ich denn schon das Gefühl. Den Alkohol merke ich dann schon. Ansonsten habe ich eine ganz angenehme Toffee-Note so in der Nase. Man ahnt, es könnte was Süßes werden, was man jetzt gleich genießt. Ob da irgendwelche Fruchtnoten sind, das weiß ich nicht, das kann ich nicht so genau sagen. Für mich ist das Toffee. Ja, es ist natürlich, was Früchte betrifft, es ist so dieses Sherry-Aroma. Das heißt, wir haben hier eine überwiegende Bourbon-Fassreifung, aber eben auch einen Anteil Sherry-Fassreifung. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ob das dann komplette Sherry-Fässer sind, die eben in einem bestimmten prozentualen Anteil mit den anderen, mit den Ex-Bourbon-Fässern vermählt werden, oder ob das sich hier um eine Reifung handelt, erstmal in Ex-Bourbon-Fässern und dann noch eine Sherry-Fass-Nachreifung. Also irgendwie ein paar Monate dann nochmal in Sherry-Fässern, um den dann auch nochmal geschmacklich aufzuladen. Auch das hätte ich ja nachlesen können, aber habe ich nicht. Jetzt lässt das nach mit dem Alkohol. Das war so nur der erste Eindruck. Er ist jetzt nicht so die Aromabombe, ja?
Das liegt vielleicht auch daran, dass der, ja, da ist jetzt irgendwie so ein Drittel mittlerweile knapp weg. Den habe ich schon eine ganze Weile so in der Flasche. Kann ja sein, dass der da auch so ein bisschen seine Intensität dann auch verloren hat. Jetzt habe ich auch so ein bisschen so dieses Malzgeruch in der Nase, und das mit dem Alkohol ist nicht mehr so unangenehm. Das war vielleicht nur kurz am Anfang jetzt. Ja, das ist ein, wie ich finde, wirklich sehr, sehr intensiver Whisky. Man merkt das schon, während man ihn im Mund hat, erstmal doch angenehm weich oder oh, na, so, ja, doch so ein bisschen samtig kommt er irgendwie so daher. Aber wenn man ihn dann eine Weile im Mund zirkuliert, dann merkt man, oh, da ist aber eine Menge Würze dabei. Und dann drückt das auch ganz, ganz kräftig auf die Zunge. Und zwar eben auch mit einer gewissen Pfeffrigkeit. Das ist so das, was für mich am allerstärksten erstmal wirkt. So eine pfeffrige Würze. Im Hintergrund aber eben auch so eine Toffee-Süße, die bleibt erhalten. Auch diese Sherry-Noten. Wenn ich das richtig erinnere, das Oloroso Sherry Fässer. Ich wüsste nicht, dass Bonahaven irgendwie andere, irgendwie Pedro Ximénez oder sowas, ich glaube, die haben nur Oloroso Sherry Fässer. Also dieses Sherry Aroma ist da. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Diese gewisse Schärfe ist überhaupt nicht alkoholisch. Also 46,3%, ja, schön und gut. Es ist aber nicht so, dass es irgendwie so ein Durchstechen von Alkohol ist. Das war eben wirklich nur am Anfang kurz in der Nase. Das, was hier kräftig ist, ist eben, dass der Alkohol den Geschmack, die Würze hier auf die Zunge drückt. Das merkt man. Und es ist so ein, ja, so ein bisschen, also es ist Toffee, es sind diese Sherry-Noten. Es ist eine gewisse Süße, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, es ist ein besonders süßer Whisky, das nicht. Sondern die Würzigkeit ist da stärker. Bisschen Nussaroma ist da drin. Ja, was ja auch nicht ganz blöd ist, denn das ist oft ja so ein, das ist ja oft im Zusammenhang mit Oloroso Sherryfässern. Jetzt am Ende ist so eine gewisse Trockenheit, ja, eine gewisse Trockenheit, wie man es auch manchmal so vom Sherryfass Einfluss kennt. Nicht so, dass die Zunge völlig pelzig und belegt ist, so schlimm nicht, aber eine gewisse Trockenheit ist da. Und leichte, bittere Note, wie so Espresso.
Das ist so das, was ich erstmal so feststellen kann. Und das ist mit Sicherheit noch nicht alles. Denn, und das ist so mein Fazit zu diesem 12-jährigen Standard-Whisky, der ist ganz schön komplex. Also für so einen 12-jährigen Standard-Whisky, für ich glaube so 40 Tacken, ja, mal ein bisschen weniger, mal ein Euro mehr, also um die 40 Tacken, bekommt man einen komplexen, wie ich finde, interessanten, tollen Standard-Whisky. Ist das jetzt einer, der für Einsteiger wahnsinnig geeignet ist? Er beißt schon zu. Ja, er beißt schon zu. Also nicht nur durch die 46%, sondern auch eben durch diese Pfeffrigkeit. Das ist jetzt nicht so ein ganz weicher, leichter, erstmal zum Reinkommen, das würde ich jetzt nicht sagen. Er ist durchaus, hat durchaus einen eigenen Charakter. Ja, jetzt noch zu der anfangs gestellten Frage, ist da Rauch drin oder nicht? Ich bin da vielleicht, vielleicht sind da meine Geschmacksnerven nicht fein genug. Vielleicht habe ich auch schon zu viele stärker rauchige Whiskys getrunken, aber ich spüre hier keinen Rauch. So, ich spüre den nicht. Ich habe den früher nicht gespürt, ich spüre den jetzt auch nicht. Also diesen leichten Rauch, wo auch immer der herkommt, vielleicht spürt man den, wenn man entweder feinere Sensoren hat als ich, und das ist ziemlich wahrscheinlich, oder das Zweite ist, dass man vielleicht selber sonst keine rauchigen Whiskys genießt, dass man dann vielleicht, wenn dann ein Hauch von Rauch da ist, ja, das vielleicht eben irgendwie schneller wahrnimmt. Bei mir tut sich da gar nichts. So, jetzt wird erstmal kräftig nachgespült, denn danach mache ich ja das, was man eben sonst nicht machen sollte. Kommt ein Whisky mit weniger Alkohol und noch ein Jahr weniger, und da sollte man erstmal kräftig durchspülen, damit ich nichts mehr drin habe von dem guten Bunnahavn 12. Der jedenfalls bekommt von mir hier für einen 12-jährigen Standard-Whisky Bestnoten. So, jetzt kommen wir zu dieser Flasche. Und das ist wohl, wie ich finde, ein echter Hingucker. Schon von der Dose her, ja, von dieser Tube her, finde ich den schon richtig toll gemacht. Und wenn man dann noch die Flasche auspackt, dann muss man sagen, wow, ist das eine schöne Whiskyflasche. So, dazu vielleicht gleich noch mal was. Der Abfüller ist hier Gordon MacPhail, erkennbar an diesem Hirschkopf, ja, Gordon and MacPhail. Und dieser Whisky ist eben der ein Bunnahavn. 11 Jahre, am besten so rum, ne? 11 Jahre, und zwar aus der sogenannten Discovery-Reihe. Eine Discovery-Reihe, das ist eine Reihe dieses unabhängigen Abfüllers Gordon MacPhail. Da werden also, ich glaube, in dieser Farbe unter diesem Namen hier eben auch Discovery, da werden eben dann Sherryfass gereifte Whiskys verkauft. So, und bevor ich mich gleich noch mal ein bisschen an der Flasche ergötze und so weiter, werde ich erstmal den Whisky einschenken. Ich hatte die bis jetzt noch nicht aufgemacht. Von daher, auch für mich jetzt eine Premiere, anders als bei dem Standard, den ich also doch schon kannte und da sozusagen meine Geschmackserinnerungen auffrischen musste, ist das eben jetzt für mich was Neues. Auch wenn dieser Whisky, ich glaube, seit 2018 schon auf dem Markt ist. Und Gott sei Dank immer noch auf dem Markt,
auf dem Markt immer noch ist. Ja? Er ist also noch nicht verschwunden. Das ist bei den unabhängigen Abfüllern ja nicht immer so der Fall. Der kostet ungefähr 10 Euro mehr. Also wenn der andere sich so um die 40, dann bewegt er sich hier um die 50 Euro. Dann müsste man ja erstmal sagen, ja gut, vergleichen wir mal die Werte auf dem Papier. Er kostet 10 Euro mehr, obwohl er ein Jahr jünger ist und er hat 43 Volumenprozente Alkohol, also noch über 3% weniger als der andere. Das sind aber ja nur so die äußeren Werte, die erstmal gar nichts sagen. Ja? Sondern der Wert eines Whiskys, beziehungsweise auch die Qualität eines Whiskys, das hat ja zu, ja, mindestens 60-70% zu tun mit der Qualität der Fässer, in denen er gereift ist. Ja, und da kommt jetzt hier so ein unabhängiger Abfüller ins Spiel. Kleine Anmerkung am Rande, bei dem Standard-12er, den wir eben hatten, muss man sagen, das können aber auch keine schlechten Fässer gewesen sein. Ja, denn da war doch kräftig Fass mit dabei. Okay, jetzt also erstmal hier zu der Flasche. Während der Whisky sich schon mal ein bisschen im Glas da irgendwie ein bisschen akklimatisieren kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Flasche. Ich glaube sogar irgendwo gelesen zu haben, dass Gordon MacPhail auch noch irgendwie so einen Designerpreis bekommen hat für die Aufmachung dieser Reihe und eben speziell dieser Flasche. Wir haben also eingelassen hier dieses Gordon MacPhail Zeichen, diese schöne Flasche, Anschläger Glasboden, also hat durchaus einen wertigen Eindruck. Schön auch, finde ich, mit dem Etikett und viel Blick auf den Whisky, der, wenn ich das richtig erinnere, auch nicht gefärbt ist. Also wir haben hier die Originalfarbe, ja, kein Zusatz von Zuckercouleur etc. Er hat wohl eine leichte Kühlfilterung bei den 43%, vielleicht auch nicht ganz falsch. Was noch auffällt an der Flasche, ist eben hier diese Fässer, die wir hier eben sehen. Das ist irgendwie nicht nur aufgedruckt, sondern es ist so eingeätzt. Ja? Also das ist schon schön. Ein schöner Naturkorken mit einem Holzdeckel drauf. Macht also erstmal alles einen genialen Eindruck und schon macht das Whisky genießen wieder Spaß. Ja, und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie sehen die inneren Werte aus. Bevor wir das tun, sage ich noch kurz was zu der Frage, was ist ein unabhängiger Abfüller? Ein unabhängiger Abfüller, das ist eben jemand, der nicht selbst seinen Whisky brennt, sondern der ihn eben kauft von Brennereien und ihn dann eben in eigene Fässer abfüllt. Und dort dann eben auf seinem, ich sag jetzt mal, auf seinem Gelände reifen lässt. Und interessant ist eben schon, dass als in den 60er Jahren, bis auf diese Ausnahme Glenfiddich, ja, da sagte ich ja, haben die meisten Brennereien eben für die Blendindustrie gearbeitet. Und wenn man jetzt sagte, als Whisky-Freund und Whisky-Kenner, ich möchte aber einen Single Malt Whisky haben, vielleicht sogar einen Single Cask, also aus einem Fass, ja, dann waren das vor allen Dingen die unabhängigen Abfüller, die sowas anbieten konnten. Und unter anderem eben auch Gordon MacPhail. Hier wird auch groß geworben, a family business for over 120 years. Also seit 120 Jahren sind die im Geschäft als Familienunternehmen und Gordon MacPhail hat also eine Unmenge an hochqualitativen Fässern, die er irgendwie in der halben Welt kauft. Und dann hat er eben auch noch prima Verbindungen zu den verschiedenen Brennereien, ist da also auch ein gern gesehener Fachmann und Kunde und füllt dann eben diese Whiskys, die er dann eben kauft, in die eigenen Fässer ein und entscheidet dann eben auch selbst, ja, welche Fässer werde ich denn jetzt wie irgendwie verkaufen. Und der Unterschied zu solchen Standardabfüllungen von Brennereien ist in der Regel so,
das ja eine Standardabfüllung. Da wird ja erwartet vom Kunden, dass die irgendwie immer gleich schmeckt. Das heißt, wenn ich also jetzt vor 2 Jahren einen solchen Bunnerhavend 12 Jahre getrunken habe und er hat mir geschmeckt und dann sage ich, Mensch, den würde ich aber gerne nochmal trinken, dann kaufe ich den ja in der Erwartung, dass der auch wirklich genauso nochmal schmeckt. Das heißt also, diese Standardabfüllungen sind eher darauf aus, das immer gleich zu machen, während die unabhängigen Abfüller oftmals sozusagen die Entscheidung den Fässern auch überlassen, ja, oder auch experimentierfreudiger sind. Oftmals ist es eben ja auch so, dass diese Flaschen dann limitiert sind, ja, und wenn sie weg sind, sind sie weg. Ja, oder man kann ja auch mal Glück und mal Pech haben, dass man eben sagt, Mensch, das war aber eine ganz fantastische Abfüllung hier, die wir jetzt hier hatten. Und nächstes Mal kaufe ich die eben wieder bei Single Cask Abfüllungen. So ist das ja so. Und dann schmeckt mir das gar nicht mehr. Aber hier ist eben viel mehr Individualität letztlich gefragt. Selbst wenn hier solche sogenannten Serien dann auch eben dann letztlich produziert werden. Ja, dafür sind die unabhängigen Abfüller gut. Und man muss dazu sagen, dass sich da auch manchmal nur noch die ganz großen Namen, wie jetzt zum Beispiel Gordon McPhail oder Signatory Vintage, dann eben halten können, weil natürlich die große Mode letztlich heißt Single Malt Whisky und eben die Brennereien dann eben ihre eigenen Abfüllungen mittlerweile eben verkaufen. Ja? Und auch da ja auch immer experimentierfreudiger werden. Das heißt also, das, was früher wofür die unabhängigen Abfüller standen, das machen die Brennereien jetzt häufig auch selber, ja, und verkaufen da gar nichts mehr irgendwie groß zu irgendwelchen unabhängigen Abfüllern. Gordon McPhail ist aber ein ganz, ganz großer Name, ja, ähnlich eben wie Signatory Vintage. Und das sind dann, oder gibt es auch viele andere, ist jetzt wurscht. Die kriegen natürlich noch den guten Whisky. Und sie haben eben vor allen Dingen auch die guten Fässer. Ja? So, und hier sieht man schon so eine gewisse Öligkeit und das ist schon ganz angenehm, ja, wie sich das anschaut. Und jetzt gucken wir mal, dass jetzt dieser 11-jährige Bunnerhavn, der eben, wenn ich das richtig verstanden habe, ausschließlich in Sherryfässern gereift ist, wie der jetzt hier auf uns wirkt. Zwei große Unterschiede. Erstens, hier sticht überhaupt kein Alkohol. Sind ja auch nur 43 und nicht 46, irgendwas Prozent. Und das Zweite ist, das Aroma empfinde ich als intensiver und zwar natürlich. Das sind die Sherryfässer. Und hier sind auch diese ganz, ganz typischen Sherry-Noten da. Also diese Trockenfrüchte, wobei man sich hier bei den Trockenfrüchten schon ziemlich schnell festlegen kann. Das sind diese getrockneten. Ah, das sind so. Getrocknete Aprikosen. Sag ich jetzt. Wird wahrscheinlich wieder in den Tasting-Noten dann komplett anders stehen. Also auf jeden Fall auch Zitrusnote ist da drin, aber nicht so in Richtung Zitrone, so eher in Richtung Orange. Eine gewisse Süße in Richtung Toffee ist auch drin. Riecht jedenfalls schon mal vielversprechend und deswegen fangen wir jetzt auch mal an.
Ja. Das ist ein Sherry-Fass gereifter Whisky. Und aus der Orange wird diese englische Orangenmarmelade, die man unbedingt mal probiert haben muss. Ich könnte die jetzt nicht immer auf dem Brot essen, aber die Orangenmarmelade in England, die ist ja nicht so süß, sondern durchaus hat sie sowas Bitteres. Da sind ja auch oftmals noch so von der Orangenschale so kleine Stückchen drin. Heißt das Zeste oder so? Das ist auf jeden Fall, das ist ja so. Das ist Orangenmarmelade mit einem Hang. Bisschen Pflaume. Ich werde jetzt gleich mal auf diese auf die Verpackung gucken, in der Hoffnung, dass da so Tasting Notes draufstehen, und dann werde ich wahrscheinlich gnadenlos baden gehen. Er hat auch eine gewisse Würzigkeit. Aber es ist nicht zu vergleichen mit diesem Würzangriff vom 12-jährigen Standard. Den könnte man hier also durchaus noch länger im Mund behalten, ohne dass einem die Zunge explodiert. Und der wirkt also auf mich weicher, smoother, süffiger. Man könnte also den, der nimmt einen nicht so in Anspruch. Der Abgang ist etwas kürzer als bei dem anderen, denn bei dem Standard würde ich sagen, das ist vielleicht so ein mittellanger Abgang. Hier ist er schon relativ bald weg. Tja. Boing. Hat er mir gut geschmeckt? Absolut. Absolut. Ist er das Geld wert? Ja, beide. Ja. Und diese Diskussion, ist der jetzt irgendwie 10 Euro mehr wert oder nicht, die ist mir völlig wurscht. So ein unabhängiger Abfüller, der kalkuliert, muss ganz anders kalkulieren als eine Brennerei, die letztlich einem Konzern gehört. Ja. Und von daher ist es ja so, dass die Brennerei, die ja ansonsten, wie ich finde, ja relativ teure Whiskys verkauft. Ja, also der 18-Jährige das ist ziemlich, ziemlich teure Angelegenheit. So dass ich für mich eben auch gesagt habe, ja, ich finde den 18-Jährigen toll, aber diesen Wahnsinnspreisunterschied zu dem 12er Standard, da bleibe ich doch lieber beim 12er. Und auch andere, die eben überhaupt keine Jahresangabe haben, finde ich jetzt bei Bonavent auch nicht besonders preiswert. Und da ist es natürlich so, dass der 12-Jährige dann mit Absicht so als Einsteiger-Whisky oder Einsteiger in die Bunnahabhain Core Range dann eben auch günstig kalkuliert wird. Und hier ist das eben anders. Bei diesem Whisky, hier wird eben ganz anders kalkuliert, ganz anders mit solchen Daten gearbeitet. Von daher ist es oft so, dass diese unabhängigen Abfüller etwas teurer sind als eben die Standards von den Brennereien. Es ist ein, wie ich finde, extrem leckerer Whisky. Für einen Whisky-Einsteiger eignet er sich, finde ich, eher als der 12-jährige Standard, weil der hier eben nicht so reinkloppt. Er gibt eine sehr schöne Vorahnung von dem, was Sherry-Fass gereifte Whiskys können. Er ist auch, finde ich, sehr komplex
auch wenn ich bestimmte Geschmäcker jetzt da gar nicht wahrgenommen habe. Ich würde auch sagen, hier auch noch so ein bisschen, ja, Kaffee. Auch so dieses, was wir aber schon beim Standard hatten. So ein Nussaroma, das habe ich auch gehabt. Also er ist durchaus, finde ich, auch komplex. Nicht so komplex wie der 12er Standard. Ja? Aber auch ist ein sehr angenehm, gut trinkbarer, toller Whisky. So, und jetzt muss ich mal gucken, was auf dieser beeindruckenden Dose drauf steht. So, steht hier überhaupt irgendwas? Nix. Gucken wir mal. Aha, hier vorne steht was. Rich and sweet, ja, das sagen sie alle, ne? With Fruitcake, also Fruchtkuchen, so, ja. Vanilla Aromas, ja, okay. Ich würde eben sagen, dass so dieses Toffee, Sherry Influence, bla, bla, bla. Zesty Citrus Notes. Ja, das ist diese Orangenmarmelade, ja. Dieses Zest, diese von der Orangenschale. Spicy. Ja, gewisse Würzigkeit with Cinnamon. Cinnamon ist Zimt. Stewed Plum and Orange Marmalade. Holla. Orange Marmalade. Kombiniert mit einem sanften Finish von Milchschokolade. Jo, ist ja immer so, wenn man es dann so liest, dann sagt man, ja, das passt, das ist gut. Ja, also Zimt habe ich jetzt da, das Zimtgewürz habe ich jetzt nicht gehabt. Es wird ja oft verwechselt, dass man sagt, ja, so, dieses Zucker und Zimt, das ist es aber nicht. Wenn da drauf steht Zimt, dann ist es Zimtgewürz damit gemeint und nicht diese Zimtzucker, den man so irgendwie auf dem Milchreis oder sowas kennt. Und das hatte ich jetzt nicht, aber vielleicht war das diese Würzigkeit, das mag sein. Aber diese Orangenmarmelade, und wenn hier steht Orange Marmalade, dann ist es eben diese eine englische Orangenmarmelade, das war ja jetzt dann doch ein Volltreffer, und die eben nicht zu verwechseln ist mit dem, was wir als Orangenmarmelade da irgendwie aufs Brot schmieren. Ja, das würden die Engländer alles gar nicht als Marmelade deklarieren, sondern sagen irgendwie, das ist Fruchtaufstrich. Und würden eben sagen, das ist so süßer Kram, den man sich aufs Brot schmiert oder aufs Brötchen. Aber diese Orangenmarmelade, da ist eben nochmal so was anderes. Ja, also beides. Tolle Whiskys. Ich habe vorhin gesagt, ich kenne auch von Bunnahaven Whiskys, die mich nicht total überzeugt haben. Diese beiden haben mich absolut überzeugt. Beides super Whiskys. Und ob da nur 10 € dazwischen sind oder nicht, ja, dann ist das halt so. Ja, da muss man sich entscheiden, möchte ich das überhaupt trinken oder sonst lasse ich es eben sein. Fertig, aus die Maus. Beides tolle Whiskys und macht vor allen Dingen nicht nur gespannt auf weitere Bunnahaven Malts, sondern auch auf weitere Abfüllungen von Gordon MacPhail. Und da gucken wir vielleicht dann in der nächsten Zeit dann nochmal ein bisschen genauer hin. Bis dahin, immer daran denken, Whisky genießen, das ist heißt auf jeden Fall nicht Whisky in rauen Mengen trinken. Wir sind keine Wirkungstrinker, wir sind Genießer. Ja? Der Whisky-Freund genießt, er säuft nicht. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.